Wir verabschieden uns von Peter. Er sagt, ich bin besiegt. Das Leben ist eben kein Kinderspiel. Richtig, aber du hast es auch provoziert, komplett vernichtet zu werden. Feierabend. Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Es ist wieder soweit. Let's Play Civilization Nr. 6 ist am Start für euch. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir planen bereits die Vernichtung Russlands und diesmal komplett. Es wird nicht diskutiert. Die Russen haben verkackt. Ist Fakt. Ich glaube, einfacher kann man es nicht benennen. Ab in die nächste Runde direkt. So, die Artillerie, die brauche ich auf jeden Fall unten in Deutschland. Man merkt schon den Unterschied, dass hier das Eisenbahnnetz nicht komplett ist. Also es lohnt sich schon, was wir hier machen. Nächste Runde. Und wir haben hier unsere Gebirgstunnel gebaut. Ich würde hier nämlich ganz gerne eine Eisenbahnverbindung haben. Damit man nicht immer um dieses Gebirge muss. Ihr wisst Bescheid. Um eine schnelle Überquerung oder Durchquerung zu packen. Wir müssen das. Geht ja nicht anders. Ich werde wieder ans Licht der Sonne kommen, um euren Nachkommen ein Heim zu bereiten. Coole Sache. Wir haben den Umweltschutz entwickelt. Sehr gut. Und wir haben eine Beförderungsmöglichkeit. Gegen Nah- und Ferneinheiten. Und euch verbinde ich... Hallo? Achso, geht noch nicht, aber ist kein Problem. Machen wir in der nächsten Runde. Das ist miteinander vernetzt. Perfekt. So, Leute. Wir könnten jetzt angreifen. Und Leute, machen wir auch. Wir erklären Russland den Vernichtungskrieg. Ваша война тщетна. Россию победить невозможно. Можно. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Euer Krieg ist hoffnungslos. Ihr habt aus der Geschichte nichts gelernt. Russland zu erobern ist unmöglich. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Ich werde dir zeigen, wie unmöglich das ist. Deinen Frieden kannst du dir in den Arsch schieben, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wir fliegen einen Bombenangriff. Wow. Mal gucken, ob das auch effizient war. Das war ja effizient as fuck. Das war ja richtig effizient, Leute. So, dann brauchen wir jetzt den zweiten Bomber. Wo ist er? Das ist er hier. Luftangriff, Smolensk. Attacke! Knock, knock! Sauber. Das erste Mal ist unser Kampfentengeschwader so richtig effizient im Einsatz. Das gefällt mir. Kann man ruhig mal so machen, ne? So, ihr rückt weiter vor. Und ihr tauscht einmal bitte nächste Runde die Plätze. Produktion können wir wählen. In Aachen hätte ich ganz gerne Tatsache. Staudamm brauchen wir nicht, Taschverhall nicht. Baut mir den Zoo. Bam. Wir brauchen mehr Wohnraum, das ist auch so eine Sache. In Schnatterfingen bräuchten wir aber auch so einiges. Und da sind wir noch ziemlich weit von entfernt. Forschungslabor wäre super cremig. Ihr tauscht die Position einmal bitte aus. Und bleibt auf Bereitschaft. Wir werden jetzt die Städte richtig schön klein halten mit unserem Kampfentengeschwader. Ist ja Logo. Ist natürlich nicht so clever, die Artillerie so weit nach hinten zu ziehen. Ich glaube, die Artillerie werden wir nicht brauchen.
unsere Flaggs regeln die ganze Angelegenheit von ganz alleine. Das heißt, ihr könnt wieder zurück Hamburg absichern. Euch schicken wir dorthin. Und dann sieht das relativ gut aus. Ein Blitzentenkrieg ist das sozusagen. Wir brauchen nur eine vernünftige Möglichkeit, diese Stadt zu erobern. Und ich habe ein bisschen Sorge, meine Schiffe. 5 verbleibende Runden, bis was? Ist dann vorbei? Wir ziehen unseren Panzer rüber, euch nach vorne. Und ihr könnt nicht angreifen. Das ist bitter. Aber ist überhaupt kein Problem. Wir jagen unsere Bomber direkt wieder rüber. Luftangriff erglänzt. Und euch schicken wir hier schon hin. Nach Nischni Nowgorod. Wir wollen ja hier keine Langeweile aufkommen lassen. Nein. Die Stadt ist erntereif. Finde ich voll gut. Finde ich richtig gut. Die Verteidigung hat verkackt. Ihr verschanzt euch hier. In 2 Runden könnten wir die Stadt da einnehmen. Das ist schon pornös, muss ich sagen. Aber diese Runde überspringt ihr. Wir spielen das Ding safe. Ganz einfach. Es ergibt viel mehr Sinn, wenn man das sicher ausspielt. Ich möchte von hier einmal hier die Trasse bauen. Ihr baut mir das ab. Es läuft, es läuft, es läuft. Richtig gut. Ihr geht dorthin. Sieht so kaputt aus, das Gebiet. Das heißt, ihr müsstet das bitte einmal reparieren. Mehr Wohnraum in Dortmund wird benötigt. Auch da kümmern wir uns natürlich drum. Hier haben wir Kampfflieger. In Hamburg haben wir aktuell keine Flugzeuge. Das ist aber auch noch nicht so wild. Wir brauchen eigentlich, wenn wir einen Krieg gegen Trajan planen, erstmal Abwehrflieger. Weil Trajan wird alles dran setzen, uns zu vernichten. Auf kurz oder lang wird er das machen. Und das ist ein enormes Problem, Leute. 5 verbleibende Runden. Ich glaube, dann ist das Game vorbei. Ihr vereint euch. Ich will nicht, dass das Game endet, aber es wird wohl so kommen. Ihr könnt euch verziehen. Den braucht man nicht mehr. Und egal, wie das Spiel ausgeht, wir werden alles noch dran setzen. Wir werden alles dran setzen, die Weltherrschaft natürlich an uns zu reißen. Süß. Ist das niedlich. Gucke mal, da wird der... 4 verbleibende Runden noch. Viele diskutieren über den genauen Beginn des Informationszeitalters, aber jeder weiß, dass die Entdeckung der Lasertechnologie durch Deutschland der Anfang war. Ich glaube wirklich an Laser. Das wird die Welle der Zukunft. Jawohl! So sieht's aus. Das wird die Welle der Zukunft. Wir brauchen geilere Flieger, by the way. Hochwassersperren. Halt! Jawohl. Drauf geschissen. Das wird schon passen. In 4 Runden ist das fertig. Stadt ohne Energie. Stadt ohne Energie. Mehr Wohnraum wird benötigt. Ihr geht hierhin. Und Ganswort wird ans Eisenbahnnetz angeschlossen. Ihr hingegen greift diese Stadt jetzt an. Unser zweiter Bomber natürlich wird das gleiche tun. Das war gar nicht so dumm, was wir hier gemacht haben. So. Schön runterbomben den Scheiß. Um deren Verteidigung so richtig einen auszuwischen. Bam. Easy. Die Panzer werden sich nebenbei um Smolensk kümmern. Boom.
Ich würde mal sagen, easy peasy lemon squeezy, mein Freund. Das war ja jetzt überhaupt gar kein Problem, diese Stadt einzunehmen. Unsere Artillerie kann noch was Sinnvolles tun und einmal hier drauf ballern, by the way. Das war unglaublich effizient, die Nummer. Also ganz ehrlich, die Russen haben keine Chance. Es tut mir leid. Die haben keine Chance. Wir werden diese Stadt behalten. Smolensk. Wir werden die Städte natürlich nachher wieder umbenennen, wenn wir hier durch sind. Wisst ihr Bescheid. Hat der Russe hier noch irgendwas? Nein. Hat er nicht. Das heißt, das hier ist seine letzte verbleibende Stadt. Und dieser Hosenscheißer. Er hat eiskalt nichts Besseres zu tun, als uns zu triggern. Was ein Lappen. Was ein elendiger Lappen. So, wir haben hier einen Kampfflieger, den werden wir upgraden. Hier oben haben wir auch Kampfflieger, aus denen machen wir Düsenjets, Leute. Richtig teurer Spaß. Düsenjäger. Unsere Kampfenten müssen natürlich richtig gut sein. Und aktuell sind sie das auch. Schatzschatz-Quest abgebrochen, wen interessiert das? Aktuell mich nicht. Ich glaube, so vom Druck her haben wir überhaupt kein Problem. Das alles ist unsers. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Oh yeah. Sehr schön. So, dann hätte ich ganz gerne euch hier in Bereitschaft. Lässt sich das einrichten? Safe. Sauber. Oh, es läuft so gut. Es läuft so gut. Es gefällt mir echt gut, Leute. Oh, die Stadt hier verliert ganz schön an Loyalität, Tatsache. Das ist vielleicht ganz gut für uns. Finde ich interessant. Christina hält sich übrigens sehr, sehr gut. Sie kämpft bis zum Schluss. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Die beißt sich da ordentlich durch. Drei verbleibende Runden noch. Irgendwo lief ein Rockkonzert ab. Wir können Einheiten befördern. Das tun wir auch instantly. Heilung bei Patrouille oder Einsatz. Finde ich saugut. Einheit für Beförderung verfügbar. Hier haben wir noch eine, das ist super. Eieiei. Da kommt gleich noch ein Jäger dazu. Mehr Annehmlichkeiten, mehr Wohnraum können wir uns aktuell leider nicht sonderlich gut drum kümmern. Tut mir leid, ist aber so. Hier wird eine Waffenkammer errichtet. Ihr baut mir hier die Straße. Und ihr koppelt ganz an. Zack, erledigt. Ihr fliegt nochmal einen hübschen Bombenangriff. Ihr setzt, geht das in einen Zug. Bye bye Russland. Bye bye. Bye, have a great time, idiot. Feierabend. Scheiß auf die Einheit, brauchen wir nicht. Das war's. Я сражен. Жизнь прожить, не поле перейти. Pech, mein Freund. Pech. Wir verabschieden uns von Peter. Er sagt, ich bin besiegt. Das Leben ist eben kein Kinderspiel. Richtig, aber du hast es auch provoziert, komplett vernichtet zu werden. Feierabend. Russland konnte sich nicht bewähren. 5 Zeitalterpunkte. Sie glänzen. Wir werden die Stadt behalten. Und dann passt das.
euch schicke ich nun mit an die Front. Da wir keine Südfront haben, werden wir nun Köln mit verstärken und Mainz mit verstärken. Und zwar safe, Freunde. Ihr habt das fertig gebaut. Das, dafür gebührt euch Dank. Haben wir hier noch was, was kaputt ist? Aktuell glaube ich nicht. Öl können wir noch nicht abbauen. Deswegen kümmere ich mich da jetzt gerade weniger drum. Ihr könnt hier mit rüber. Und das Land weiter mit ausbauen. Sehr schön. Ihr bleibt bitte auf Bereitschaft, Freunde. Hamburg ist abgesichert. Ich möchte hier echt keine Fehler machen. Doppelt und dreifach hier ist noch ein Maschinengewehr. Beziehungsweise eine komplette Maschinengewehrarmee. Vielleicht sollten wir sowas auch hier haben. Aufklärungsballon, was das alles kostet, Digga. Arschteuer, der ganze Scheiß. Luftabwehrgeschütz bräuchten wir vielleicht auch. Aber dafür haben wir ja unsere Kampfenten. Darauf bin ich ziemlich stolz, muss ich sagen. Peter wurde besiegt. Eine letzte fremde Stadt eingenommen. Bam. So, hier wird repariert, was das Zeug hält, Ladies and Gentlemen. Das war, glaube ich, der kürzeste Krieg der Geschichte in Let's Play Civilization Nummer 6. So, ein Ründchen machen wir noch. Und werden mal schauen, was dann so los ist. Oh yeah. Kamato mato tonu te fenua. Kaora. Kawaiti tonu ngawai. Kei fermai. Er mag uns. Irgendwie habe ich den Eindruck. Euer Land bleibt grün und eure Wasser rein und klar. Gute Entscheidung. Dankeschön. Dieser Umstand wird aber, glaube ich, nicht sonderlich lange halten, was ein Problem ist. Wir brauchen neue Handelswege. Drei davon sind im Arsch. Ich würde ganz gerne auf Rio umbauen. Rio de Janeiro zum Beispiel. Weg beginnen. Schön nach Brasilien. In der Hoffnung. Ja. 9 sind aktiv. Ihr geht ein nach dort. Ihr habt das Handelsnetz dran gebaut. Dann wäre es super geil, wenn ihr hier rüber geht. Ah, wir haben eine Handelswegkapazität sogar mehr. Das ist gut. Dann würde ich hier in Köln direkt anbauen und einen Händler dazu kaufen. Wir haben ihn zerstört. Und das ist geil. Peter der Zweite ist noch am Leben. Mehr Wohnraum. Wir haben unser Versprechen gebrochen. Das Versprechen, Truppen von der Grenze bewegen, wurde gebrochen. Ja, ist mir doch scheißegal. Wir trauen dem kein bisschen mehr über den Weg. Das hat sich komplett erledigt, Leute. Ich würde jetzt ganz gerne in Aachen die Hanse bauen. Frage ist nur, wo? Hier. Ist ein deutscher Spezialbezirk. So, in Novgorod wird repariert. Einheit benötigt Befehle. Die bekommt ihr instantly, Tatsache. Ich hätte ganz gerne mehr Bomber. Aachen, Bürzelbach. Ich glaube, da können wir keinen Flughafen bauen. Das ist alles noch eine Entscheidung. Auf jeden Fall brauchen wir eine neue Basis, wo ich euch unterlager. Bis nach Hamburg schafft ihr es nicht. So, der fliegt jetzt ganz geschmeidig hier rüber. Sauber. Neue Basis zuweisen.
Ich bin aber auch doof, ne? Warum habe ich das denn nicht gleich so geregelt? Hätte ich eigentlich gleich direkt machen können, dass die Flieger dort sind. Egal. So, eine Einheit benötigt Befehle. Ich möchte, dass ihr euch heilt. Gut, liebe Freunde, damit sind wir am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Lasst dem Kanal doch ein Abo da, damit ihr künftig keine Inhalte mehr verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit dir und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Don't